Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nadine von Hängebauchmaus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, jetzt machen wir mal wieder eine besondere Karten vom Jahr, also so in etwa zusammen. Und zwar möchte ich die Stanzformen der richtige Dreh benutzen. So, also die findet ihr ja auch noch im Jahreskatalog. Und ich kann euch jetzt die Karte, die da rauskommt, gar nicht zeigen, weil die habe ich so auf den letzten Drücker gebastelt und dann auch gleich weggeschickt zu Babsi für unseren Teamgeist. Aber ich habe mir natürlich Fotos gemacht und so und jetzt basteln wir die möglichst genauso nach, wie ich sie gemacht habe. Allerdings schon der erste Unterschied. Ich habe bei der ersten Karte sozusagen, habe ich als Farbkarton Calypso genommen. Jetzt hatte ich mir zufällig das Stempelkissen Grapefruit geschnappt. Und ich habe tatsächlich auch noch Farbkarton in Grapefruit. Und dann dachte ich, das benutze ich jetzt mal. Also das ist schon ein Unterschied. Auf der Karte bei der Babsi im Video werdet ihr Calypso finden. So, ich möchte gern eine längliche Karte, also das hier wird jetzt dann gleich in der Mitte gefalzt. Die werden wir uns allerdings noch kürzen, da ja der Kartenaufleger mit diesen Stanzformen hier, da haben wir ja so eine Stanzform, ein bisschen kleiner ist als das, was wir sonst so haben an Kartenauflegern. Also das ist diese normale Größe von einem Kartenaufleger, 10 mal sowas ganz krummes, 14,3 oder so. Und ihr seht, das ist ein bisschen kleiner. Und deswegen, damit das nicht so komisch aussieht, werde ich dann auch die Kartenbasis etwas kürzen. Ich benutze jetzt hier auch kein Weiß, sondern Vanille pur. Und als erstes werde ich mal stanzen. Und zwar einmal komplett diesen Aufleger. Nein, nicht einmal, sondern zweimal. Und dann einmal dieses Rad hier, das braucht man ja auch. Mache ich auch in Vanille. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Ich stanze jetzt mal und dann seht ihr das sofort im Video. So, also ich habe jetzt hier einmal dieses Rad ausgestanzt. Also ich habe jetzt hier übrigens Vanille pur extra stark. Aber ihr müsst keinen extra stark nehmen, das geht auch ohne extra stark. So, und ich habe jetzt zwei von denen und das hat auch ja seinen Grund, warum ich zwei nehme. Man könnte es ja auch nur mit einem machen. In eins tue ich jetzt noch diese Öffnung reinstanzen. Und zwar habt ihr ja dann dieses Teil hier. Ihr habt auch andere Öffnungen. Wenn ihr es ein bisschen kleiner braucht, ihr könnt es als Kreis nehmen oder als Herz. Das würde auch gehen. Die sind halt ein bisschen kleiner. Die größte Öffnung ist tatsächlich das. Und da könnt ihr euch das hier so drauflegen auf dieses Löchlein. Und dann könnt ihr euch natürlich, ihr könnt euch den Kreis hier drüben machen, die Öffnung oder da unten. Also so, wie es euch am besten passt. Ich habe es jetzt tatsächlich hier so oben. Und ich wollte es nicht ganz so nah hier an der Öffnung haben. So in etwa. So. Aber ich wollte auch noch ein bisschen Platz lassen, dass man hier dann gut, ja, also dass man hier den Rand und so nicht alles sieht. Aber wobei das eigentlich Quatsch ist, das ist alles verdeckt. Aber ihr könnt euch das jetzt positionieren, wie ihr das gerne möchtet. Das könnte da oben sein, da an der Seite. Ich mache es jetzt hier so in etwa. So. Das lasse ich mir jetzt auch noch schnell durch die Stanzmaschine durch. So, da ist es. Ups, ich schmeiße es gleich weg. Also, so ist jetzt bei meine Öffnung reingestanzt. Und jetzt räume ich erst einmal hier die ganzen Reste zur Seite. Ja, alles irgendwann noch mal verwenden. So, damit das hier nicht so wild aussieht auf meinem Platz. Das werden wir auch gleich brauchen, hier diese ganzen Stempelfarben. Und ich habe mir natürlich auch schon ein ganz kleines bisschen was vorbereitet, dass das nicht allzu lange dauert. Also ich möchte gern eine, wie sagt man denn, eine Genesungskarte, eine gute Besserungskarte. Also wenn es jemandem nicht so gut geht. Sowas sollte das werden. Und dann dachte ich, ich mache eigentlich, der Fokus soll ja auf diesen Mechanismus sein, möchte das obere relativ schlicht halten
Und deswegen benutze ich das Stempelset Textures and Frames. Das habe ich bis jetzt noch nicht so oft benutzt. Ein bisschen sträflich vernachlässigt, obwohl das echt toll ist. Und ich habe mir jetzt diesen großen Kreis rausgesucht. Ihr könnt auch die Streifen nehmen oder hier nur so ein Ringel oder die kleinen. Also macht sich alles super. Und ich stempel tatsächlich alles nur mit diesem Kreis. Der sitzt auch noch auf dem Stempelblock. Ich habe ihn noch gar nicht aufgeräumt. Und in verschiedenen Farben. Und da habe ich mir verschiedene Sprüche rausgesucht. Ihr schaut einfach mal in den Sets, was ihr da so daheim habt. Ich bin jetzt einfach durchgegangen und habe nach Sprüchen geguckt für gute Besserung oder so, irgendwie sowas. Und dann habe ich halt hier dieses Glückskäfer-Set. Das war ja mein Celebration-Set. Da steht zum Beispiel drin, alles wird gut. Dann hatte ich das Erntegrußfest-Set. Da steht, gute Besserung. Dieses Gut gesagt, also im ersten Teil von den beiden sind ja zwei Stempelsets. Da steht, werd bald wieder gesund. Und in den gestanzten Grüßen, das war auch mein Celebration-Set, gute Besserung für dich. Ich bin mir sicher, ich habe noch mehr Sets, aber nachdem ich dann vier Sprüche gefunden hatte, dachte ich, das langt jetzt. Vielleicht habt ihr auch von anderen Stempelfirmen irgendwas da. Dann könnt ihr da auch gern andere Sprüche verwenden. Ich wollte, dass sie nicht zu groß sind, denn die sollen halt in diesen Kreis reinpassen. Und deswegen werden wir uns jetzt als allererstes mal diesen Aufleger hier bestempeln. Da brauchen wir ein Schmierblatt. Davon habe ich ja immer jede Menge hier rum. So, also. Und ich nehme mir. Also nehmt euch, das sind fast alles Clearstamps, Quatsch, fast alles Gummistempel, die Sprüche. Nur einer ist Clearstamp, aber dieser Kreis hier, das ist ein Clearstamp und die mögen gern eine etwas weichere Unterlage. Das stempelt sich dann einfach schöner. Also ich habe jetzt hier meine Stempelmatte. Wenn ihr das nicht habt, nehmt einfach Blockpapier oder irgend sowas, wo einfach ein bisschen weicher ist als jetzt hier dieser harte Tisch. Und ja, und dann mache ich einfach wild drauf los. Ich fange jetzt tatsächlich mal mit Grapefruit an. Das ist auch euch überlassen, was ihr da für Farben nehmt. Das kommt wahrscheinlich auch darauf an, ob es für einen Mann oder für eine Frau ist, für ein Kind. Da kann man das ja variieren. Und ich schaue erst mal immer der erste Stempelabdruck, wie kräftig das ist. Das ist mir zu viel. Aber der zweite, finde ich, ist in Ordnung. Das heißt, bei dem hier nehme ich jetzt den zweiten. Und da könnt ihr auch ruhig über den Rand stempeln. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das jetzt hier, ich habe anscheinend hier in der Mitte nicht abgestempelt, wenn das nicht gleichmäßig ist, das ist völlig egal. Ich mache dann auch gern hier irgendwo oben nochmal irgendwas hin, dass hier der Kreis so ein bisschen zweimal vorkommt. So, dann mache ich mir zwischendrin natürlich den Stempel sauber, weil ich gehe mal mit dem gleichen Stempel in die verschiedenen Farben halt, ne? Also ich habe jetzt mir als nächstes Apfelgrün rausgesucht. Ich wollte ziemlich helle, frische Farben. Das war so mein Ziel. So. Also der zweite Abdruck wird es auch hier. Und ich tue das tatsächlich so ein bisschen überlappen lassen. Dadurch, dass das so helle Farben sind, finde ich das richtig gut, weil da habt ihr ja hier auch nochmal, also sehr interessante Optik sozusagen. Ich habe jetzt hier nebendran immer meine Schrubbkiste. War natürlich blöd, weil ich wollte ja das noch ein zweites Mal abstempeln. Keine Ahnung, machen wir dann hier. So. Jetzt kann ich nochmal sauber machen. Nicht mitgedacht. So, dann habe ich mir Mangogelb ausgesucht. Okay, das ist jetzt ein bisschen ein kräftigerer Gelbton, aber ich liebe diesen Ton. Und da gucke ich auch natürlich zuerst. Ich habe das jetzt gar nicht mehr in Erinnerung, ob ich irgendwann noch mal den ersten Stempelabdruck genommen habe. Doch, bei dem nehme ich den ersten. Das ist jetzt nicht so kräftig. So. So, das ist super. Brauche ich mal nicht. Dann
Kann ich vielleicht hier noch hingehen? Und vielleicht hier. Passt schon. Sauber machen. So, und dann hatte ich mir noch rausgesucht einen bläulichen Ton wollte ich, aber ich bin jetzt bei Jade gelandet. Ich meine, bei der anderen Karte hatte ich Babyblau genommen. Meine ich. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie die Jade rauskommt. Ja, doch ziemlich dunkel. So. Und dann nehmen wir hier. So. Machen wir hier vielleicht noch. Ja, ne? Jetzt haben wir natürlich hier so ein bisschen eine Lücke. Das hatte ich bei der anderen Karte nicht. Das habe ich besser gemacht. Wisst ihr was? Dann nehmen wir jetzt noch diese kleinen Kleckse. Die ziehe ich mir schnell mal auf den Stempelblock. So, hier sind diese kleinen Kleckse. Die anderen kleinen Stempelblöcke sind alle schon besetzt von den Sprüchen. Die habe ich nämlich auch schon aufgezogen. Ich habe mir jetzt Bonbonrosa genommen. Ich lege jetzt fest, diese Karte ist für ein Mädchen. Da kann ich diese Lücke füllen. Hier ist nicht so schlimm. Da kommt nämlich ein Spruch drüber. Und jetzt habe ich das hier oben noch gemacht. So. Aber wir können jetzt da in der Mitte auch noch was machen. Ist ja egal, ob da ein Spruch drüber kommt. So. Oder vielleicht mal anders rumdrehen. So. So. So sieht es jetzt aus. So. Und als nächstes stempel ich mir diese Sprüche da rein. Und zwar mache ich das nicht in Schwarz, weil das wäre mir zu dunkel. Zu kräftig. Das wollte ich gar nicht. Das soll mehr so der Hintergrund eigentlich sein, auch wenn es im Vordergrund ist. Und da habe ich mir jetzt Schiefergrau rausgesucht. Aber wir können natürlich auch mal Probe stempeln. Wir haben ja hier jede Menge Kleckse. Ob das gut rauskommt. Aber sieht man gut, ne? Und ich würde jetzt schauen, ich habe vier Sprüche, dass ich jeden irgendwie mal verwende. So. Gute Besserung für dich. Und da kann ich natürlich hier oben auch über den Rand, also selbst mit Sprüchen kann man das gut machen. Und dann habe ich hier dieses Alles wird gut. Und das mache ich alles in diesem Schiefergrau. Das finde ich, könnt ihr es auch in Braunton oder in Rotton. Ihr könnt natürlich auch mit Schwarz rangehen, das ist klar. So, alles wird gut. Und ich versuche auch so ein bisschen, dass nicht alles in die gleiche Richtung ist. So. Kann ruhig auch mal auf dem Kopf sein. Ich mache es immer gleich sauber, nicht, dass ich das dann vergesse. Jetzt haben wir hier gute Besserung. Das sind auch unterschiedliche Schriften, aber es finde ich hat irgendwie so seinen Reiz. Das machen wir dahin. Na gut, es ist zufällig auf der gleichen Farbe gelandet. War keine Absicht. Und dann habe ich noch, werd bald wieder gesund. Kann man auch lesen, ne? Also ja gut, jetzt auf diese kleinen Mini-Kreise muss ich jetzt den Spruch nochmal machen. So, und das ist jetzt eigentlich schon unser Hintergrund im Vordergrund. Wenn man das so sagen darf. Wir stempeln jetzt auch gleich weiter, aber ich räume jetzt hier mal das große Chaos ein bisschen weg, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. So, als nächstes habe ich mir jetzt dieses Drehrad genommen. Also. Das Besondere an der Karte wird auf diesem Drehrad sein. Und zwar, ja, man kann stempeln und man kann Sachen draufkleben. Also wir stempeln jetzt erstmal und ich habe mir gedacht, ich nehme dieses Stempelset hier. Nichts geht über. Und habe hier eine Tasse. Also ursprünglich wollte ich da einen Teebeutel draufkleben.
Aber wir haben ja hier nur ein Areal, das so ist. Die Teebeutel, die sind alle mindestens so, egal wie rum ich das drehe, die sind zu groß, ich krieg die nicht da drauf. Und das ging also nicht. Also, wenn ihr eine Idee habt, wo man so ganz kleine Mini-Teebeutel herkriegt, das wäre natürlich cool. Aber ich musste dann davon Abstand nehmen und habe mir gedacht, naja, ich nehme jetzt diese Tasse. Das kann eine Kaffeetasse sein oder kann auch eine Teetasse sein, ne? Und die stempel ich jetzt. Und also man kann die natürlich kolorieren. Allerdings gibt es auch einen Füllstempel. Ich muss jetzt nur mal hier, zack. Hier haben sich einige von den Stempeln abgelöst. Also das hier sind die Umrisse. Und das stempel ich jetzt einfach in schwarz. Ich nehme allerdings, also man kann es jetzt in der Stempelhilfe machen, aber ich habe keine Lust, die jetzt rauszuholen. Ich nehme jetzt meinen Wörterfein, weil das normalerweise beim ersten Mal schon super Abdruck macht. Und dann mache ich das hier so, also durch diese Prägerillen, die da entstehen, habe ich eigentlich eine super Vorgabe, wo ich das reintun kann. Also man muss sich jetzt nicht an das Feld halten, aber das ist eigentlich super. Und ich stempel das jetzt hier so rein. So. Da ist meine Tasse. Und hier gibt es auch solche, naja, wie so heißer Dampf halt. So Wellen. Die stempel ich noch drüber. Bei meiner ersten Karte habe ich es zu weit hochgestempelt, dass man das fast noch nicht mehr gesehen hat. Deswegen habe ich die Tasse jetzt mehr in die Mitte gemacht, damit man diese Wellen hier noch sieht. Weil das wollte schon, dass es heiß ist. Man trinkt, wenn es einem nicht gut geht, doch heiße Tee, oder? So. Also ich hoffe, die Stempelfarbe verzeiht mir das so ein bisschen, weil ich möchte jetzt den Füllstempel nutzen. Und das trocknet ja immer ein bisschen langsamer. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen schon. Ich hatte das bei meiner Ursprungskarte mit Papaya gemacht und das möchte ich jetzt auch machen. Das war so eine schöne, sanfte Farbe, aber theoretisch könnt ihr der Tasse ja alle möglichen Farben geben, ne? Der füllt auch nicht exakt, was ich aber nicht schlimm finde. Also man kann entweder mehrmals rübergehen. Ich kann jetzt meine Rübe gar nicht direkt. Also, wenn ihr das so seht hier, dann seht ihr, dass hier nicht alles gefüllt ist. Ich mache den jetzt nochmal sauber, falls irgendwas von der schwarzen Tinte da drauf gelandet ist. Und dann kann man den nochmal so ein bisschen versetzt aufsetzen. So. Jetzt bin ich hier weiter rüber gerückt auch noch. Und hier ist dann auch unten. Jetzt könnte ich das natürlich noch weiter runter. Also ich lasse es jetzt so. Aber ihr könntet jetzt natürlich hier mit dem Füllstempel das so machen, bis die Tasse voll ist. Oder ihr malt es halt aus. Aber das ist okay. So. Dann habe ich. Moment, ich muss den Stempel noch wegräumen. Dann ist der auch gleich weg. Nicht, dass der verschwindet. Flupp. Wir brauchen dann hier nochmal einen Spruch draus. So, jetzt haben wir hier eine Abteilung sozusagen gefüllt. Dann habe ich vorbereitet eine Wärmflasche. Das war im Weihnachtskalender, im Adventskalender von Create a Smile drin. Eine Wärmflasche. Ich habe die tatsächlich noch nicht benutzt gehabt. Das war das erste Mal. Und ich habe das mit Blutorange koloriert, mit Alkoholmarkern. Wir haben tatsächlich jede Menge Wärmflaschen daheim und die meisten sind rot. Ich weiß gar nicht warum. Und das ist tatsächlich ein Ticken größer als so, aber ich würde das jetzt hier reinkleben. Und ich finde das cool. Das mache ich mit Flüssigkleber. Das passt auch zum Thema krank. Mein Flüssigkleber ist irgendwie zugeklebt hier. Habt ihr das auch manchmal, dass hier so ein Tropfen drin ist bei eurem Kleber? So, wenn der, obwohl ich den Kopf überlagere, manchmal nehme ich auch so eine Stecknadel zu Hilfe, um das rauszuholen, den Tropfen, wenn der tiefer sitzt. So, jetzt nehme ich Flüssigkleber und klebe mir die Wärmflasche hier. So in die zweite Abteilung, die schwebt dann also vorbei, wenn man dreht.
So, und für das Dritte habe ich mir gedacht, also Tabletten. Tabletten sind eigentlich auch nicht schlecht. Ja, jetzt kann ich aber keine Tabletten da reinmachen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich kaufe so kleine Mini-Smarties. Also das sind solche ganz kleinen, winzigen. Es gibt ja auch große. Und in meiner Ursprungskarte habe ich tatsächlich einfach von so einem, von einer Küchentüte, so ein Gefrierbeutel, das hatte ich schon benutzt für meine Double-Slider-Karte. Und für die Magnet-Double-Slider-Karte, da war noch was übrig und habe halt dann mit doppelseitigem Klebeband hier überall das zugeklebt. Und natürlich dann unten drauf geklebt. Und jetzt ist mir ja eh schon die ganze Zeit im Geist rumgevorwerkt dieses Fuse-Tool. Ich wollte das ja schon immer mal ausprobieren. Und habe mir jetzt tatsächlich das Fuse-Tool gekauft und habe dann jetzt hier, das ist mein zweiter Versuch, nicht mit dem Rädchen, sondern gibt es auch noch so eine Spitze, die gleichzeitig verschweißt und abschneidet. Zweiter Versuch, weil beim ersten ist es wieder aufgegangen auf der einen Seite. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Also ich habe es eine halbe Stunde aufheizen lassen. Das scheint zu sein. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Also mit Wasser will ich es nicht probieren. Und ich habe einfach so eine Dokumentenhülle genommen. So eine, wie nennt man das? Wo man DIN A4-Blätter reinstopfen kann. Und habe da jetzt zwei Smarties und die kommen hier drauf. Natürlich mit doppelseitigem Klebeband unten drunter. Ich würde das dann an den Ecken vielleicht auch mit so Klebepunkten fixieren, also in der Mitte vielleicht, damit das verdeckt ist durch diese Smarties. Tabletten? ich schaue jetzt mal, ich habe hier noch Reste von allen möglichen. Ich nehme jetzt mal so eins. So. Also ich mache das jetzt hier so hinten drauf. Weil es ist durchsichtig, aber ein bisschen wird man es sehen. So. Ich hoffe, ich kriege das jetzt. Bei mir kommt dann immer das Klebeband wieder mit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich muss dann immer mit zum Pieker arbeiten. So, also ihr seht, so ein bisschen sieht man das freilich. Ich schaue mal jetzt, dass ich diese Smarties hier wieder drauf mache. So. Jetzt klebt das hier schon mal in der Mitte. Und da ich nicht möchte, dass das hier irgendwie, also man kann das jetzt schon so lassen, ne? Also ihr seht, das hebt sich so ein bisschen ab. Aber wir können ja auch so Mini-Klebepunkte noch nehmen und die an den Ecken so ein bisschen drunter setzen. Ich habe hier so ganz kleine, dass die Ecken hier so ein bisschen fixiert sind. Also so richtig, dass man gar keine Klebespuren sieht. Das bekommt man halt bei so durchsichtigen Tütchen, wo man dann auch keinen Rahmen oder sowas drum machen kann. Kriegt man das jetzt nicht hin. So. Aber. Blub. Hier. Glaube ich. Fällt das dann nicht so auf? So, jetzt habe ich das hier so ein bisschen fixiert. Also ihr seht, das hat eine gewisse Höhe. Und deswegen habe ich auch zweimal diesen Kartenaufleger gemacht, weil ich werde das Rädchen an dem unteren fixieren. Und das klebt, also das klebe ich zumindest normalerweise auch schon erhöht auf, weil sonst sich das Rädchen nicht so gut drehen lässt. Wenn das flach auf der Karte liegt, dann habt ihr ein Problem, das zu bewegen. Also das ist ganz schwierig, wenn das so flach ist. Das habe ich schon ausprobiert. Deswegen erhöht, dann kommt man besser ran. Aber wir brauchen natürlich auch eine Erhöhung durch die Smarties, weil die haben eine gewisse Höhe. Ich kann ja den anderen Aufleger nicht einfach drauflegen. Das funktioniert nicht. Das muss ich ja noch drehen. Und deswegen haben wir heute eine ziemlich hohe Karte. So, bevor wir das aber machen, stempeln wir uns noch den Spruch. Denn da nehme ich noch mal das Wörserfein und das braucht ein bisschen was zum Trocknen an Zeit. Und damit ich das dann gefahrlos anfassen kann, ohne dass was verschmiert, machen wir das jetzt gleich, dann kann das noch trocknen. So, ich habe mir jetzt den Spruch schon mal rausgesucht. Also das ist tatsächlich so ein kleiner. Bei diesen Clear-Stems tut es immer gut machen, wenn man die sozusagen ganz entspannt auf die Unterlage legt, dass sich eventuelle Bögen
von selbst beseitigen und dann auf den Stempelblock zieht, dann sind die meist relativ gerad. Jetzt habe ich mir hier auch in Vanille genommen. Ich glaube, bei der anderen Karte hatte ich Weiß tatsächlich genommen, aber habe mir überlegt, das passt dann gar nicht so richtig zum Farbkonzept, ne? Und ich probiere mich jetzt ohne die Stempelhilfe. Ich bin ja da jetzt nicht so begabt. Ich setze mir das jetzt hier relativ, also nicht zu nah. Aber der Streifen hat ein bisschen Platz. Ich könnte also noch zweimal stempeln. Ein bisschen die Tinte einziehen lassen. So. Ich finde, das ist ziemlich gut geworden fürs erste Mal. Ich möchte nämlich jetzt noch eine Stanzform benutzen aus der richtige Dreh. Da gibt es nämlich hier, schaut mal, so Etikettenstanze. Also ihr habt ja hier auch noch Etikettenstanze. Und ihr könnt natürlich hier in sowas auch was reinstempeln, ne? Aber ich fand das jetzt echt cool. Und würde das dann hier ausstanzen und das noch auf Grapefruit draufkleben und mit der Hand ausschneiden. So habe ich das bei der ersten auch gemacht, weil ich finde, das geht sonst unter. Wenn ich das in der Farbe hier drauf mache, dann wirkt das Etikett nicht. Aber das kann jetzt erstmal trocknen. Das braucht jetzt die Zeit. So, was wir auch noch benötigen, wir müssen uns ja erstmal diesen Kartenrolling zuschneiden. Ich habe ja gesagt, dass das durch die Stanzform sehr viel kleiner ist. Das heißt sehr viel, also schon ein bisschen. Das sieht halt blöd aus, wenn an der Seite nicht so viel Abstand ist. So, ja, so zum Beispiel. Ich finde, das sieht doof aus. Soll schon gleich sein. Und deswegen messe ich mir jetzt mal die Länge ab. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das sind 13,2. Und die Breite sind, naja, fast 9,6. Das heißt, wir haben hier fast einen Zentimeter Abstand insgesamt. Also auf jeder Seite fast 5 mm. Und der Abstand soll ja nach oben und unten genauso gleich sein. 13,2 mal, nein, plus 1 sind 14,2. Und 14,2 mal 2 sind 28,4. Das heißt, ich kürze mit das auf 28,4 oder 28,5, weil ich finde, das Falzen in der Mitte, wobei 28,4 lässt sich besser falzen, ne? Also 28,4, das ist ja eine DIN A4 Blattlänge, das heißt, das hat 29,6. Das kürze ich mir jetzt auf 28,4 und dann falzen wir uns in der Mitte bei 14,2. So, also das schneiden wir ab. Ganz schön viel, ne? Und dann nehmen wir uns das Falzbrett hier. Nochmal das Gestempelte weglegen, wie das Stempel mit dem Falzbrett drauf kommt. Und wir falzen uns das in der Mitte bei 14,2. So. Und dann haben wir hier unseren Kartenrolling, wo der Aufleger so drauf passt, dass oben, unten und an den Seiten ein relativ gleicher Abstand ist. Ich finde, das sieht halt einfach symmetrisch aus. So, wir brauchen auch noch einen Einleger für innen. Wir wollen ja auch was reinschreiben. Und da, den können wir jetzt auch ein bisschen größer machen. Also 10 mal 13,7. Ich schneide mir mal kurz einen zurecht. So, 10 mal 13,7. Gucken wir mal. Sieht gut aus. Und ich hatte da noch was reingestempelt. Ich fand das jetzt so toll und habe es noch nicht so oft benutzt. Diese freundlichen Grüße. Die Sprüche sind sehr groß. Die eignen sich also wirklich. Also entweder wenn man als Zentrum der Karte einen Spruch hat oder innen drin, in den Einleger noch. Und das hier fand ich super. Ich wollte dich ein bisschen aufheitern. Funktioniert's? Ich finde, es passt ganz toll zu
einer Genesungskarte. Und deswegen stempel ich mir es jetzt da rein. Aber jetzt bin ich vorsichtig. Ich nehme meine Stempelhilfe. Ich kenne mich. Bei so einem großen Spruch, da patze ich garantiert. Und dann muss ich mir jetzt die Schaumatte rausnehmen, weil es sind Gummistempel. So. Und wie ihr seht, ich habe ein bisschen lang gewartet mit dem Saubermachen. Man sieht halt dann so, wenn ich dieses Wörserfein benutze. Also ein bisschen sieht man das auch. Ich muss hier mal ein neues Klebeding drum machen. Und ich mache mir das jetzt hier relativ weit oben mittig. So. Und hoffentlich gerade. So. Wenigstens klebt er jetzt nicht so wie die Clearstems. Da zieht es mir dann immer den Aufleger wieder weg. So, wo ist denn mein? Ich habe dem Ding noch keinen Namen gegeben. Ich weiß es auch nicht. Ruppler? Klingt doof. So. Da finde ich, könnte noch ein bisschen. Bei diesen fettgedruckten, finde ich, sieht man. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. So zwischendrin so etwas unsaubere Stellen. Deswegen nehme ich bei sowas gern, bei so größeren Stempeln, die Stempelhilfe. So, jetzt sieht es besser aus. Perfekt. Jetzt mache ich schnell den Stempel sauber und dann bauen wir die Karte zusammen. So, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Also. Als allererstes befestigen wir das Rädchen hier an dem unteren. Normalerweise ist es so, dass ihr das Rädchen hier dran befestigt, an dem oberen. Das geht ja jetzt nicht, deswegen an dem unteren. Ich habe mir hier solche ganz kleinen, da gibt es so ganz kleine winzige. Falls ihr größere habt, ist es nicht schlimm, dann könnt ihr das Löchlein ein bisschen größer machen, zum Beispiel mit dem Pieker oder einfach mit dem Brett selber, wenn ihr versucht, den durchzustecken. Das geht dann auch. Aber ich habe jetzt tatsächlich solche kleinen. Moment, bin hier verrutscht. So jetzt. Und das geht eigentlich ganz einfach. Man steckt das durch und biegt dann auf der anderen Seite diese Klammern auseinander. So. So, und jetzt hat man hier schon, das dreht sich, ne? Super. Das wäre jetzt ein Problem, wenn ihr es ganz straff unten aufklebt, dann kommt ihr hier nicht mehr so richtig ran. Dann dreht sich das schon auch noch. Also wenn euch das jetzt zu hoch wird, ich zeige euch das dann am Ende, dann könnt ihr das auch flach draufkleben. Ihr habt aber halt ein einfaches Problem. Hier zeige ich euch das am besten. Wenn das hier so drauf ist, dass ihr dann halt kaum eine Möglichkeit habt, dahin zu greifen. Was natürlich schade ist, wenn der Mechanismus so schwergängig ist. Und deswegen klebe ich mir das jetzt auch schon erhöht auf. Und ich nehme mir dazu Dimensionals. Die sind nämlich nicht ganz so hoch wie diese Schaumstoffstreifen. Die Schaumstoffstreifen, die sind. Ich glaube 3 mm hoch. Und die Dimensionals, die sind, glaube ich, nur 2. Die sind 2. Also es ist ein Millimeter Unterschied und das ist jetzt nicht viel, aber naja, ein Millimeter ist ein Millimeter, ne? Und das heißt, bringe mir jetzt hier möglichst in gleichen Abständen. Also ich will jetzt hier auch nicht alles vollpflastern. So. Und vor allen Dingen klebt euch diese Klammer hier nicht zu. Wenn ihr das Bedürfnis habt, hier richtig viel Klebestreif oder so hinzumachen, dann achtet darauf, dass diese Klammer sich noch drehen kann. So.
Ich klebe jetzt auch mal, dass dieses Teil, wo der Mechanismus ist, ein bisschen höher ist. Und jetzt natürlich hier so dazwischen, dass das nicht durchhängt. Kann man schon einmal was hinmachen, ne? Also ihr seht, es ist ein wenig gepflastert. So. Dann kann ich die Dimensional wieder wegräumen. Und dann können wir sie auf die Karte kleben, die ich aber erstmal nachfalzen muss, weil die total irrsinnig noch nicht so wirklich zusammen ist. Die soll sich jetzt niederlegen. So. Besser. Noch ein bisschen besser. Perfekt. Jetzt hebt sich nichts mehr. Also. Das mit den Dimensionals ist ja jetzt nichts, wo ihr hin und her rückeln könnt, falls ihr nicht ganz die Mitte getroffen habt. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr auf die Dimensionals auch ein bisschen einen Klecks Flüssigkleber aufbringen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, da noch ein wenig hin und her zu ruckeln und das noch ein bisschen zu justieren. Also jetzt aufpassen, dass man es auf der richtigen Seite macht, ne? Nicht, dass die Karte dann so rum ist und dann geht die so auf, das wäre doof. So, und jetzt möglichst mittig, dass das von allen Seiten in etwa den gleichen Abstand hat. So, ja, leicht schief, aber sehe wahrscheinlich wieder nur ich. So, und jetzt habt ihr natürlich den Vorteil, wenn ihr seht, ihr könnt mal hier super mit dem Finger dahin greifen. Da können wir jetzt auch gleich den Einleger reinmachen. Klappen wir das mal auf. Und da auch genau das gleiche Spiel. Möglichst mittig. So. Hätte man vielleicht zuerst machen können, weil dann hätte man hier besser drüber streichen können. Ist aber egal so. Also. Jetzt haben wir innen drin und so. Sieht ja schon sehr lustig aus. Aber wir brauchen jetzt natürlich das hier. Und da haben wir dann natürlich die Schwierigkeit, das muss exakt über diesem ersten. Also da, wenn ich das jetzt so aufklebe, wäre das doof, ne? So, so. Also schon so möglichst exakt. Und bei dem nehme ich jetzt tatsächlich, weil der Abstand ist. Ich meine, bei der einen Karte habe ich sogar zwei Lagen davon gebraucht. Aber wir probieren das jetzt mal aus. Ich hole mir gleich nochmal noch ein Blättchen. Ich brauche nämlich noch eins. So. Ich lasse erstmal die Schutzfolien dran. Da kann man das dann nämlich super hier auflegen und gucken, ob es schon langt. So. Und ganz wichtig ist, ich klebe es nicht auf den Aufleger, sondern hier drauf. Ganz wichtig, warum? Weil hier würde ich es einfach überall alles hinkleben und dann würde ich mir vermutlich Streifen auf dieses Rad, was ich hier bewegen soll, kleben. Deswegen machen wir das hier drauf. So. Ihr könntet das natürlich auch machen, bevor ihr das auf die Karte klebt. Könntet ihr erst beide Schichten montieren und dann erst auf die Karte draufkleben. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wo es euch ein bisschen leichter fällt. Ich weiß es nicht. Aber mich stört das jetzt nicht so sehr, dass das hier schon etwas erhöht draufklebt. So. Und hier jetzt darauf achten, dass man diesem Rad nicht zu nahe kommt. Also, dass das nicht noch schön vorbeidrehen kann, ohne dass irgendwas stockt. So. Ich mache dann tatsächlich hier zur Stabilisierung auch hier in die Mitte noch. Und hier an den Seiten. Mache ich auch noch so ein bisschen
Also müsst ihr nicht, aber könnt ihr. Und auch hier darauf achten, dass ihr nicht zu nah an das Rad kommt. So, und jetzt können wir das hier drauflegen, ganz flach. Und jetzt werdet ihr ja schon merken, das beult hier aus. Das heißt, es langt, ich weiß gar nicht, ob man das erkennt. Also, das würde sich jetzt nur mit sehr viel Widerstand drehen, weil diese Smarties sind höher. Das heißt, ich brauche hier eine zweite Lage. Und das heißt, für mich ziehe ich jetzt die Schutzfolie ab. Und bringe mir hier eine zweite Lage rauf, bei der ich aber die Schutzfolie noch dran lasse. Und das mache ich jetzt mal schnell. Ich mache überall hier noch eine zweite Lage. Also immer erst die Schutzfolie abziehen, weil sonst klebt euch das nicht. So, habe fertig geklebt. Und ihr seht, das hat jetzt echt enorme Dimensionen. Reicht jetzt aber. Ich weiß nicht, ob ihr die erforderliche Höhe erreichen würdet, wenn ihr zwei Dimensionen übereinander klebt. Das könnte knapp werden. So, und auch hier ist jetzt so. Ihr müsst das ja exakt übereinander kleben. Wenn ihr euch unsicher seid, dann zieht die Schutzfolien ab und bringt hier noch ein bisschen Flüssigkleber auf. Dann könnt ihr noch ein wenig ja, hin und her schieben quasi. Habe ich schon abgezogen. So. Muss ich mal meine Rübe hier über die Kamera machen. So. Jetzt klebt das hier drauf. Relativ exakt, ne? Also ihr seht, viel verpatzt habe ich nicht. Und jetzt können wir mal ausprobieren. Es dreht sich ohne Widerstand. Auch die Smarties drehen sich vorbei. Super. So, und jetzt haben wir natürlich hier dieses blöde Loch. Was wir ja jetzt nicht gebraucht haben, aber du standst halt nun mal mit. Und deswegen machen wir jetzt das Etikett drüber. Dann nehme ich mir jetzt erstmal den Spruch und diese Stanzform und stanze mir das aus. Und das ist ja echt der Hammer, ne? Wie lange ich das hab trocknen lassen. Jetzt habe ich hier mit dem Minttape direkt drüber geklebt und ihr seht, das hat immer noch abgefärbt. Das ist der Wahnsinn, oder? Also krass. Wie lange das zum Trocknen braucht. Jetzt muss ich mal gucken, dieses Reststück ist wahrscheinlich nicht breit genug, aber obwohl, das könnte gerade so gehen, ne? Doch, das passt. Das heißt, ich klebe mir das jetzt hier drauf, aber so, dass möglichst rechts und links oder oben und unten, je nachdem, wie man sieht, ein relativ gleicher Abstand ist, dann nehme ich mir das jetzt mal auf eine Pinzette, weil ich glaube, mit meinen Fingern wird das nichts. Bringen wir hier Flüssigkleber auf. Und versuche mir das jetzt mal hier möglichst mittig hinzusetzen. Ja, komm schon. Bleib doch sitzen. Ist ein bisschen störrisch. Ich drehe es mal um. Ich will ja nicht die Tinte hier. Ja, relativ gerade. Relativ gerade. Jetzt brauchen wir nur noch eine Schere. Eine Schere. Und ich würde jetzt versuchen mit möglichst dem gleichen Abstand. Also es ist jetzt Augenmaß. Das wird vermutlich nicht 100% gleich. Wenn ihr vielleicht eine andere Stanzform nehmen möchtet, wo ihr verschiedene Größen habt, geht das ja relativ einfach. Aber es geht auch so mit Schere.
Ich wundere mich, dass mir noch nichts schiefgegangen ist, groß bei dir im Dreh. Wir haben heute nämlich schon fast 22 Uhr. Ist gar nicht meine Zeit zu basteln. Aber nachdem ich es die ganze Woche nicht hingekriegt hatte, wollte ich das jetzt unbedingt fertig haben, weil ich muss nämlich morgen noch eine Hochzeitskarte basteln. Und dann muss ich noch fürs Technikbuch basteln. Was in 2,5 Wochen abgegeben sein muss. So, ich habe jetzt die Ecken noch abgerundet, so wie es bei der Stanzform war. Und das ist ja perfekt, dass das mit dem Schnipsel noch gelangt hat. Ey, ich bin total begeistert. Das möchte ich mir jetzt nicht erhöht aufkleben. Weil die Karte ist ja eh schon hoch genug. Dürft ihr natürlich. Ihr könnt das mit Klebepunkten festmachen. Ich mache mir jetzt hier rechts und links ein bisschen Kleber hin. Ich sage euch auch warum. Weil hier in der Mitte ist das Loch. Und ich habe keinen Bock, dass dieses Schild den Kleber da irgendwie in dieses Loch reinschiebt. Zumal das ja sowieso so schwer anzudrücken geht. Könnt ihr jetzt mit dem Falzbein da reinfahren? Platz genug ist ja. Und das von oben. Und von unten ein bisschen Druck ausüben. Moment, ich drehe das mal um. Man muss erfinderisch sein. Also es ist jetzt nicht ganz gerade. Noch kann ich schieben. So. Ihr könnt so schief hinkleben, ist egal. Was jetzt noch fehlt, ist mir gerade eingefallen. Der Pfeil, für die, die nie wissen, was das ist, dass man da drehen soll. Da mache ich jetzt mal schnell noch ein Pfeil. Das gibt es nämlich hier im Stanzenset. Und zwar gibt es leider dann immer einen großen und einen kleinen Pfeil. Den kleinen Pfeil brauche ich so gut wie nie. Ich brauche immer nur den großen und der kleine fließt dann Müll, weil der ist so winzig, der verschwindet mir eh, wenn ich den aufhebe. Also ich stanze das mal schnell aus. So, hier ist das gute Stück. Wo der kleine hin ist, weiß ich gar nicht. Der ist sofort abgehauen. Ich glaube, der ist mir irgendwo hingeflogen. Das mache ich jetzt auch mit Flüssigkleber. Also ihr könntet natürlich jetzt so ein doppelseitiges Klebeband unten drunter machen. Schon vor dem Ausstanzen. Dann hättet ihr jetzt nicht diese Fipselarbeit. Aber das geht schon. So. Und jetzt habe ich natürlich den blöden Pfeil von der falschen Seite angefasst. Nee. So. Jetzt bringe ich mir den hier noch an. Dass wirklich jeder sieht, dass man in diese Richtung bitte drehen soll. Also wenn ihr möchtet, dass es in die andere Richtung geht, dann nehmt ihr den kleinen Pfeil und dann kann man nach oben. Aber ich glaube, man dreht automatisch eher nach unten als nach oben. Also mir ist das noch nie passiert, dass ich aus Versehen zuerst nach oben. So, und jetzt haben wir hier eine Genesungskarte oder eine Aufmunterungskarte. So, die sehr hoch ist. Man braucht also vielleicht ein bisschen einen höheren Umschlag oder man übergibt sie persönlich. Das geht natürlich auch. Kann man hier noch schön was reinschreiben. Genau, und das war jetzt meine Idee, die ich noch hatte zum Teamgeist. Es muss ja meistens bei mir noch immer irgendwas Komplizierteres sein. Die anderen Karten, die ich geschickt hatte, die sind ja ein bisschen einfacher. Ich weiß es auch nicht, ob ihr das Video dann schon sehen konntet oder ob ich erst das veröffentliche und dann die anderen. Kommt auf alle Fälle relativ zeitnah, die Genesungskarten. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr ja Lust, das nachzumachen zu diesem Thema oder zu einem anderen vielleicht. Kann man bestimmt auch zu anderen Themen machen. Und vielleicht andere Sachen hier reinkleben. Und es muss ja auch nicht immer so hoch sein, ne? Ein Teebeutelstempel wäre cool gewesen, ne? Oder ein Stempel mit Tabletten. Eine Spritze. Also euch fällt bestimmt was ein. Je nachdem, was ihr daheim habt, könnt ihr das abwandeln. Dann müsst ihr es vielleicht auch nicht so hoch machen. So, also wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über Däumchen hoch freuen, über Kommentare. Sowieso immer. Ihr dürft auch gerne meinen Kanal abonnieren und die kleine Glocke drücken. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.